Hallo YouTube und herzlich willkommen auf EU2KTV zu einer neuen Woche des Pack-Openings meiner FIFA 17 FUT Champions Rewards. Ich habe leider, nachdem es letzte Woche ja wieder endlich mal nach langer Zeit wieder Gold 1 geworden ist, dieses Mal mit 23 Siegen nur Gold 2 geschafft. Viele wären froh, wenn sie überhaupt Gold 2 schaffen würden, das weiß ich, aber ich finde einfach, mein Anspruch ist mittlerweile, dass ich Gold 1 packe. Und was am meisten zum Kotzen ist, ich habe 5 Elfmeterschießen verloren. Und wären es nur 2 davon gewesen, dann hätte ich Gold 1 wieder erreicht. Aber gut, kann man nichts machen. Letzte Woche hatte ich ja sowieso auch kein Glück, was bei meinen Rewards rausgekommen ist. Deswegen, ich habe eigentlich überhaupt keine Erwartungen mehr mittlerweile hier. Ich habe keine Ahnung, vielleicht will mich EA bestrafen für irgendwas, was ich getan habe. Was ich eigentlich absolut nicht getan habe, auf jeden Fall. Ja, ich ziehe nur noch Scheiße. Und ich denke mal, das wird auch heute so sein. Und manche haben sich auch beschwert, hey, du hast ja letzte Woche, das war doch der reinste Clickbait, was du da gemacht hast, mit deinem Thumbnail. Ich weiß gar nicht, wer letzte Woche drin war, auf jeden Fall in den Bildern. Auf jeden Fall, ich habe mir vorgenommen, das heißt ja nicht, dass ich diese Spieler auch gezogen habe, die in diesem Bild zu sehen waren, sondern dass das zwei Spieler sind, die ich gern ziehen würde. Ich habe ja auch in meiner Beschreibung nur so reingeschrieben, dass ich diese Spieler gezogen habe. Und deswegen habe ich auch dieses Mal wieder zwei Spieler gewählt, die ich gern aus dem Team der Woche hätte, aber die ich sowieso nicht ziehen werde. Aber ich kann sagen, um den einen oder anderen zu beruhigen, ich werde mir Sokrates auf jeden Fall kaufen, weil ich habe meinen letzten, den 87er, schon auf Spekulation, weil er dieses Mega-Tor geschossen hatte gegen Frankfurt, habe ich den auf die Transferliste geklatscht und habe noch 158.000 für den bekommen. Kann ich euch jetzt gerade gerne mal nochmal zeigen hier. Auch wenn es wahrscheinlich die wenigsten interessieren wird. Hier 158.000, mittlerweile ist er glaube ich nur noch 90.000 wert oder so. Und ja, es kam ein 88er Sokrates, was natürlich sehr geil ist und der wird auf jeden Fall in mein Team übergehen. Aktuell habe ich 163.000 Münzen, aber nicht mehr lange, denn Herr Sokrates steht in den Startlöchern. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt einfach mal an, was bei den Rewards rausgekommen ist. Ich finde die Lichtverhältnisse heute eigentlich auch ganz gut. Ich habe mal den Vorhang aufgezogen. So, Gold 2 ist es auf jeden Fall. Seht ihr hier? 45.000 Münzen, 2 seltene Megasets und ein seltenes Goldset. So, die 200.000 haben wir schon wieder geknackt. 208.000 haben wir. Ich bin immer noch nicht qualifiziert. Das steht ja in letzter Zeit immer da. Aber es wird schon noch nachgetragen. So, dann gehen wir mal hin. Und schauen uns mal an. Ich weiß gar nicht. Eigentlich ist das so. Ich könnte ja auch mal hier so ein No-Look-Pack machen, wie diese ganzen FIFA-Spieler, die das alle so zelebrieren oder so ein Toiletten-Pack oder keine Ahnung, ich gehe mal eben einkaufen-Pack. Irgend sowas, das ist ja anscheinend momentan total cool, wenn man da die Leute so richtig warten lässt, bis man endlich das Pack aufmacht, aber irgendwie ist das nicht so meins, deswegen würde ich sagen, ich mache das seltene Goldset als erstes auf. Und wir haben, guckt euch die Sternschnuppe an. Naja, Mr. Ali ist doch schon mal ein guter Start eigentlich. Ich glaube zwar nicht, dass der noch was wert ist, aber immerhin. Dann haben wir noch Rafinha und Leroy. Leroy Sané. So, hier die ganzen Sachen brauche ich auf jeden Fall. Gut, das brauche ich nicht. Yeah, ich hab den Signal Iduna Park. Ich habe den Signal Iduna Park. AK Westfalenstadion. Zwei Stadien hier drin. Guckt euch die Scheiße mal an. Jetzt gucken wir mal hier. Ali, was der wert ist. Ich meine aber, der ist noch... Ja, okay. Okay, ich habe nichts gesagt. Ist ja wenigstens... Hier, komm. 1400 will ich für den haben. Soll das hier? Rafinha. Der Held vom Achtelfinal. What? Warum ist der so viel wert? Was ist das denn? Alter. Nehme ich sehr gerne. Gucken, dass der Leroy wert ist. Hey, ohne Mist, das war ja das beste Pack, was ich seit langem gezogen habe hier in Gold 2. Das gibt's ja gar nicht. Wahrscheinlich irgendeine so Squad-Building-Challenge, das ist momentan aktiv. Und deswegen bringt der so viel. So, hier den ganzen anderen Murks, den hauen wir mal auf die Transferliste. Was ihr jetzt gehört habt, war mein Hund. So, jetzt haben wir noch 2 seltene Megasets. Ups. Guck mal, es gibt momentan nicht mal hier, wie heißt es denn? Promo-Packs, deswegen gibt's auch kaum Team der Woche-Spieler momentan auf dem Markt. Weil irgendwie so richtig interessant ist das gar nicht. Die Maria ist geil, Carrasco ist geil und Sokrates. Und dann hört es eigentlich schon auf. Ich finde, De Bruyne ist eigentlich ein Spieler. Als RM ist der unbrauchbar. Deswegen sieht man ja auch, seine 90er ZOM-Karte ist fast genauso teuer wie die RM-Karte. So. Den nehmen wir. Und... Yeah, ein dickes Sternschnippchen!
Oh Mann, aber ein Barcelona-Spieler, vielleicht gibt es ja so eine Squad-Building-Challenge mit Barcelona und deswegen war Rafinha so viel wert. Das wäre natürlich jetzt geil. Arda Turan. Haben wir denn noch hier so am Start? Lukas. Ja, ein paar Bundesligaspieler könnte ganz gut sein. Was ist denn das hier? Voll das Bundesliga-Pack. Das will ich aber immer wissen, ob der Turan auch so teuer ist. Ja, Alter, was geht denn hier ab? Es gibt anscheinend eine Barcelona-Squad-Building-Challenge oder was? Das ist ja cool. Ja, sehr gut. Dann haben wir schon mal mit zwei Spielern 10.000 gemacht. Was haben wir denn noch hier? So, Vertragskarten brauche ich ganz dringend. Die sind mir nämlich ausgegangen. So, 1, 2, 3, 4, 5 Team-Fitness-Karten ist okay. So, die schon mal an den Verein. So, was haben wir denn noch so hier? So, den haben wir schon. Den nehmen wir auch mit. Oh, das Florenz-Logo. Bundesliga, toll. Aber ich glaube, die ist auch ein bisschen was wert. So, warte mal, der kommt auch an den Verein. Und jetzt gehen wir mal durch hier. Das ist natürlich, guck mal, wir haben hier einen Spieler von Red Bull Leipzig, einen Silberspieler. Das könnte ein bisschen Kohle bringen, wegen der Lewandowski Squad Building Challenge. Okay, so kann man sich täuschen. Ja gut, dann fangen wir doch vorne an. So, der Herr Lukas. Guten Tag. Wie geht's Ihnen? So, 1900, ohne Mist. Ich bin ja echt baff, also er ist jetzt zwar noch kein Killerspieler dabei, aber ich hab gar nicht so viel erwartet hier. Ibora. Ja, okay, da sehen wir hier, keine Ahnung, 1200. Probieren wir mal. Camacho. Ich glaube, die Bundesligaspieler werden echt interessant wegen der Lewandowski Squad Building Challenge, wobei ich sie nicht so attraktiv finde. Also ich glaube, ich werde da doch eher auf den 94er oder 95er sparen. Ich habe jetzt auch Pogba im Team. Habe ich ja letzte Woche angekündigt. Aber der war mir dann zu teuer. Ich habe mir den nach der Weekend League geholt. Und hätte ich noch ein bisschen gewartet, hätte ich schon mal 20.000 gespart, ich Idiot. Was ist denn hier los? Warum sind die alle so wertvoll? Gut, der ein oder andere hätte den wahrscheinlich jetzt schon abgestoßen, aber... Ja, okay. Das ist jetzt zum Beispiel sowas dank der Squad-Building-Challenge von Lewandowski. Sonst wäre ein Brümer... Wäre das ein Abstoßpreisspieler? So, Meier gehe ich ja auch mal von aus, dass der so... Er hat 900. Ich mache gerade was ich eigentlich nicht mehr machen wollte. Dass ich die Spieler hier direkt schon auf den Transfermarkt packe. Voll das Wolfsburg-Pack hier. Guckt euch das an. Aber hier ist nicht so viel drin. Also deswegen können wir das ruhig mal machen. So, der Alex Meier hier noch. 1500 für Alex Meier, ey. Für einen 44er Pace-Spieler, das ist, und 79 insgesamt, das ist schon echt beachtlich. So, ich glaube, eine Südafrika-Squad-Building-Challenge gibt es aktuell auch. Das Geilste war ja, letzte Woche gab es ja die Top-Partie Braunschweig gegen Hannover. Und da habe ich diese Hybrid-Nationen-Squad-Building-Challenge gemacht. Da habe ich den Sané, oder wie er heißt, oder Mané, ich weiß nicht, von Hannover gezogen. Der ging direkt für 10.000 weg, also der maximale Preis. Das war richtig geil. So Geschichten aus meinem Leben mal eben. So, komm, die hauen wir mal auf die Transferliste. So, die ist doch bestimmt was wert. ZOM zu ZM. Jawohl, guckt euch das mal an. 1200, also es läuft ja eigentlich ganz okay. Also das erste Pack ist wirklich okay. So, Bundesliga haben wir hier noch. Florenz. Ja, komm, das alles auf die... Ah, okay, das eine behalte ich nochmal. Markiert auf Transferliste. Und den an den Verein. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Pack des Tages. Komm, wir machen mal ein No-Look-Pack. Wir machen ein No-Look-Pack. Und ich würde sagen... Moment, 3, 2, 1... Lalala. Mein Hund geht auch schon. Also es ist kein Walkout, das höre ich schon mal. Carvajal ist okay. 84er Spieler. Na okay, dann... Weiß ich nicht, also ist mal wieder ein bisschen... Oh, Butland ist dabei, guckt euch das an. Aber es sind ganz schön wenig Spieler. Wobei, ich bin es jetzt gewohnt von letztem Mal. Dass da so viele Spieler dabei sind, ist ja... In den 100k-Packs war das ja so, aber hier ist das ja gar nicht so. So, der Herr Butland. Bringt denn der so? Oh, 2000... Also ist eigentlich okay. Mein Hund hat die Kamera umgerissen. Mein Hund hat die Kamera umgerissen. Special Effects hier. Und jetzt leckt er mir den Arm ab. Ja, alles gut. Alles gut.
So, Ibora. Hatte ich den nicht eben im anderen Pack auch gezogen? Ich weiß es gar nicht mehr. Also ohne Mist, da ist jetzt zwar wieder kein Special-Spieler dabei, aber ich bin eigentlich für Gold 2, weil ich ja keine Erwartungen habe. Ist eigentlich okay. Ist eigentlich okay. Musonda, den habe ich noch nie gesehen hier in dem Spiel. Guckt euch diese Wahnsinnsphysis an. 47. Trotzdem zahlen die Leute noch was für den. Ich weiß zwar nicht warum, aber mir soll es recht sein. Agüla. Okay, der ist Abschlusspreis. Shahin. Der Brudi Shahin ist das bestimmt. So, Iltis. Nee, Idris. Okay. Wertlos. Williams, Oberkörper. Oh, Vertragskarten kann ich gut gebrauchen. So, drei Fitnesskarten sind auch nochmal dabei. Eine Heilungskarte. Und nochmal ZOM zu ZM. Sehr geil. So, dann hauen wir die erstmal in den Verein. Schon wieder Florenz. Was ist denn hier los? Ich ziehe zweimal das Florenz-Logo. Es gibt ja nur zwei Teams hier in dem Spiel, oder was? So, ich hab voll vergessen, wie teuer die war. So, guck mal, da ist noch was. Ein Duplikat. Okay, den habe ich anscheinend untauschbar. Oh, nehme ich gern. Ey, warum sind die Spieler denn momentan so? Diese No-Name-Spieler, warum sind die denn alle so teuer? Nochmal hier, Ballsicherheit. Okay, das Sevilla-Logo. Ich glaube, das bringt ein bisschen was, weil das benutzen sehr, sehr viele online. Das scheint momentan so ein bisschen gefragt zu sein. Komm, stimmen wir mal für 500 oder 400 nehmen wir das. So, Stürmer zu MS, bringt das noch was? 900, immerhin. Ohne Mist. Ich bin echt, also wenn, ich finde, wenn man schon keine Special Card zieht oder so, ist das jetzt Rewards, die eigentlich okay sind für Gold 2. Auch selbst das hier nochmal 1300, also ohne Mist hier, kann man nicht meckern. Na gut, Leute. Das war's dann mal diese Woche. Wieder ist ganz schön dunkel geworden. Nächstes Mal habe ich doch das Licht lieber mal an. Das war's diese Woche mit den Rewards. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Leider wieder kein Walkout dabei, kein Inform-Spieler. Aber ich finde, wie gesagt, wenn man schon kein Inform zieht, ist das eigentlich, sind das Packs, die völlig in Ordnung gehen. Wenn man mal die zwei Barcelona-Spieler sieht, die haben schon 10k gebracht. Aber gut, dem einen oder anderen wird es nicht gefallen. Ich bin zufrieden, weil wie gesagt, ich habe keine Erwartungen mehr. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Schreibt mir was in die Kommentare und das sage ich auch schon in meinen WWE-Videos mittlerweile. Ich habe mittlerweile einen Discord-Server, den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr irgendwas von mir wissen wollt, kommt einfach mal auf den Discord vorbei. Können wir auch mal so mit dem, ja, hier über wie heißt der, über Mikrofon quatschen. Würde mich sehr, sehr freuen. Und wenn ihr noch kein Abonnent seid, würde ich natürlich auch über ein Abo freuen, wenn ihr Bock drauf habt, diesen Content weiter zu verfolgen. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Bedanke mich bei euch fürs Reinschalten. Lasst euch gut gehen, bis zum nächsten Mal und ciao.